Wenn ich All our smiles are white like the ribbons that are tied getting ready for Christmas Eve. Hallo und herzlich willkommen auf Dynamites Live. Und wie war Weihnachten? Was er fragen wollte ist, wie ihr Weihnachten verbracht habt. Hab ich doch. Wie war Weihnachten? Ja, Weihnachten ist vorbei. Bei uns war es sehr schön. Ja, wie haben wir Weihnachten verbracht? Am 24. haben wir... Placement. Nicht. Am 24. haben wir jeweils bei unseren Eltern verbracht. Also Daniel bei seinen, ich bei meinen Eltern und dann eben noch gemeinsam. Und am 25. war die komplette Familie hier. Ich bin mega stolz, denn der Tisch ist so geil geworden. Ich kann euch jetzt mal Fotos einblenden. Ich habe euch ja versprochen, dass ich es euch zeigen werde. Und ich fand den Tisch so schön. Das haben wir richtig gut gemacht, oder? Ja. Und was dann noch dazu kam, mein Bruder mit seinen Kindern gekommen ist. Und dann hatten wir natürlich erstmal ein Problem, weil wir dachten, ups, wo sollen die Kinder sitzen? Weil bereits am großen Tisch, den wir von draußen reingeholt haben, 10 Leute saßen und mehr ging auch nicht. Deswegen haben wir hier unseren regulären Tisch genommen und Daniel kam auf die super Idee, eben eine riesen Pappe, war gar keine Pappe, das war eigentlich so ein Tapeten. Tapete, genau. Hat er über den Tisch gespannt, dann haben wir Buntstifte auf den Tisch getan und dann konnten die Kinder vor und nach dem Essen auf dem Tisch rummalen. Dann gab es auch noch einen Schokobrunnen, den wir angeschmissen haben mit ganz, ganz vielen Früchten. War echt schön. Ich fand es richtig schön, dass wir alle beisammen waren, die ganze Familie. Und das war sehr, 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 sehr schön. Am zweiten Weihnachtstag waren wir noch mit Daniel, seiner Familie, aus Essen. Ja, ist nicht ganz so gut ausgegangen, muss ich sagen. Darf ich das erzählen? Na klar. Wir waren alle gemeinsam, wie gesagt, im Restaurant essen und Daniel wurde auf einmal mega übel. Und ich habe ihm dann gesagt, ich sehe, er geht doch hier aufs Klo. Und er meinte, ja nee, kann ich nicht machen. Ich habe nur gesehen, dass ihn auf einmal die Schweißperlen von der Stirn runterliefen. Wir sind dann schnell nach Hause gefahren. Also wir haben das Auto von Daniels Eltern genommen, weil die sind schließlich gefahren. Da sind wir hier schnell nach Hause gefahren. Dann ist Daniel aufs Klo und also bei ihm kam alles oben wieder raus. Und ja. Ich denke, Daniel hat das Essen irgendwie auf irgendeine Art und Weise nicht vertragen, weil er sich übergeben musste und alles wieder draußen war. Ja, das waren unsere letzten Tage, die ihr nicht mitbekommen habt. Aber wir haben euch ja gesagt, dass es uns wichtig war und ist, Zeit mit der Familie zu verbringen. Und jetzt sind wir halt auch wieder für euch da. Ich habe eine Idee, Daniel. Sollen wir unsere Rubbellose auf dem Weg dorthin einlösen und das Geld, was wir damit verdient haben, das Auto kaufen. Für die Möbel investieren? Ja, würde ich sagen. Weil das sind... Wie viel Euro haben wir für... 15,50 Euro. 15,50 Euro. Dann lassen wir auch einen Weg machen, weil wir haben hier schon halb zwölf. Okay, okay, tschüss. Komm, home, I need to hold you. Hi. Hallo. Was ist los? Was ist los, Baby? Hui. Schatz, das Sofa. Das ist ja schön. Oh, setz dich mal hin. Bitte. Aber schön, oder? Frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Tschüss. Hm? Was ist los? Hm? Voll schön. Da unten gehen wir auch gleich hin. Aber wonach suchen wir nochmal? Das ist ein Hängeschrank für das Badezimmer. Genau. Also so runter. Weil wir suchen nämlich einen Schrank. Nee, wie cool, guck mal. Yeah. Was kannst du machen, wenn du ein richtig geiles großes Wohnzimmer hast? Das sieht geil aus. 260. Was? 260? Ja. Tschüss. Was? Achso, ich dachte, der Spiegel. Hier. Oh Gott, ist das schön. Na, was hast du davon? So fühlt man sich also als kleiner, witziger Mensch in einem ganz normalen Sofa. So, wir waren jetzt im Möbelgeschäft drin und wir haben nichts gefunden. Nein, also wir wollen ja im Badezimmer mehr Stauraum schaffen. Und wir dachten uns, wir holen uns so einen Wandschrank fürs Bad. Über die Badewanne. Halt so in länglicher Form und nicht so tief, also dass das nicht so weit rausragt. Und wir haben im Internet ein Regal gefunden beim IKEA, aber wir sind uns halt noch nicht wirklich sicher, weil wir nicht wissen, wie
beispielsweise unsere Duschgele und so da reinpassen. Das war schon sehr, sehr niedrig eigentlich, ne? Ja. Aber halt... Da stand halt auch, dass das perfekt so für CDs und DVDs wäre, so um reinzustellen. Dann könnt ihr euch schon mal vorstellen, wie niedrig die Schränke sind. Also, ne, nicht so hoch halt. Wir müssen uns das mal vor Ort angucken. Vielleicht gibt es dort auch noch andere Schränke, die wir uns aussuchen könnten. Schau, wir fahren jetzt gleich zum Ikea. Aber Daniel muss zunächst seine Pommes aufessen. Mittagessen. Nein, Frühstück. Frühstück. Mittagessen gibt's gleich. Ich habe schon heute Morgen Brötchen gegessen. Mit. So, Leute, wir sind jetzt beim Ikea und haben das hier entdeckt. Da musst du aber den großen, den wir an der Wand stehen haben. Ja. Ganz in der Ecke stellen. Ja. Richtig. Dann schreibt sich einfach diese Breite nach da. Haben wir noch Platz zur Tür? Ja. Was sind das? Muss man diese Halterung kaufen? Verbindungsstück. Da, wie viel 6 kostet Euro. Das? Wo Einer. Kriegt man das? Ja, weiß ich nicht. Müssen wir schon unten gucken. Unterkante? Ja. 69, ne? Jetzt sind wir bei 70,5. Das heißt, du hast ja nur Unterkante gemessen. Das kommt ungefähr hin. Das ist eine coole Idee. Wie heißt okay. das? Hast du ein Foto davon gemacht? Ja, Limon. Aber mein Schreibtisch ist nicht so tief, ne? Das ist ja nicht schlimm. So, wir haben jetzt das Regal, wofür wir eigentlich hier hingefahren sind, immer noch nicht gefunden. Das ist normalerweise 30 Euro, ne? Das ist momentan im Angebot. Da müssen wir jetzt. Aber ist das denn der Schrank, den wir gefunden hatten? Also ja, hatte ich recht? Mit den Schiebetüren da, ne? Ja. Ja. Der kostet jetzt nur noch 20, ne? Genau. Jetzt gehen wir mal in das Glashaus. Okay, jetzt gehen wir zurück ins Glashaus. Oh Gott, wir müssen voll viel laufen jetzt. Wir haben ihn. Warum hast du die Kamera? Ich frag mich nur, ob das so... Hältst du kurz? Ich hab hier was zu messen dabei. Passen da wirklich so Shampoo-Flaschen und so rein? Also so etwas, so normal, also so etwas größere Shampoo-Flaschen passen nicht rein. Aber hier zum Beispiel, hier wird Zahnpasta reinpassen, Deo reinpassen. Und das ist im Angebot, ne? Soll ich helfen? Nö. Okay. So, wir sind wieder zu Hause, haben die ganzen Sachen bereits reingetragen und wir haben einerseits diesen, wie sagt man, Dokumentaufbewahrungsgedöns gekauft, aber allerdings nicht fürs Büro, sondern für die Küche, denn ich habe bei Pinterest einen mega coolen Lifehack gesehen, dass man dort doch super Kartoffeln und Zwiebeln und etc. aufbewahren kann. Und ich sehe gerade, dass es knapp werden könnte. Ich hoffe, dass das da unten reinpasst, aber sicher bin ich mir nicht. Ich habe so das Gefühl, dass das viel breiter ist. Bitte tu mir das nicht an, bitte. So machen. Und so. Warum sind die denn verschieden groß? Das sieht doch blöde aus. Tue ich zumindest hier schon mal Nudeln rein, weil ich zurzeit keine Kartoffeln habe. So, Zwiebeln kommen dann hier rein. Dann kann ich noch ein paar mehr kaufen. So sieht es denn jetzt aus. Klar, es muss noch alles eingeräumt werden und so, aber ich finde das echt cool. Guckt mal, achtet nicht aufs Chaos, aber achtet mal, wie viel Platz wir hier jetzt haben. Unglaublich. Hier wird ja echt ein Sofa hinpassen, ne? Aber hier ist jemand, der das nicht will. Also die Sandy räumt jetzt im Badezimmer ein. Gestern haben wir schon hier im Kleiderschrank noch ein Regalbrett reingemacht, auf meiner und auf ihrer Seite. Wir haben aufgeräumt ein bisschen im Kleiderschrank, also so Altkleider und sowas. Da haben wir nochmal... Auch noch ein Regal drin. Was ich heute gekauft habe, da bin ich echt gespannt drauf. Wir haben uns mal solche Lichter gekauft hier. Ne? Die Lichtleisten, die machen wir einfach jetzt hier oben rein. Und sobald man die Tür öffnet, soll das Licht angehen. Ich habe das in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Wird spannend. So sieht es jetzt im Badezimmer aus. Genau diese Schränke haben wir tatsächlich gesucht. Wir haben die im Internet gefunden und dachten uns, ey, das würde eigentlich perfekt passen. Weil wir nämlich nach Regalen gesucht haben, die von der Tiefe her, also sprich so,
nicht allzu tief sind. Einfach nur, das wäre ja mega blöd, wenn das so weit rüberragen müsste und man noch irgendwie in die Badewanne steigen möchte. Deswegen sieht das Ganze so aus. Und dort drin sind jetzt halt so, ja, Shampoo, Duschgel und alles Weitere, was man so braucht. Das ist dann jetzt alles hier drin. Aber ich muss sagen, mir gefällt es richtig gut. So, als ob das müsste. Wisst ihr, was ich meine? Voll schön! Das nächste wäre nun die Leuchten hier im Kleiderschrank. Und zwar, ich mache mal kurz das Licht an, sind das diese Leisten hier, die Daniel jetzt angebracht hat, was mega cool ist, wenn man den Schrank schließt. Habt ihr das gesehen? Also hier an der Seite kann man noch reingucken, geht das Licht aus. An. Aus. So, und das Ganze nicht nur auf seiner Seite, sondern auch auf meiner Seite. Also da kann man es noch durch Schein sehen von Daniel, aber bang! Geil, oder? Boah, wir haben so mega Hunger. Boah. Ja, bah! Piep, piep, piep. Ja, uns alle lieb. Guten Hunger. Leute, ihr dürft auf gar keinen Fall vergessen, dass wir ab morgen unsere Vlogs immer schon um 12 Uhr mittags hochladen. Was? Ja, also morgen am Freitag kommt der Vlog bereits um 12 Uhr und auch Montag geht es ganz normal wieder, nee, nicht ganz normal, sondern um 12 Uhr weiter. Das heißt auch die komplette nächste Woche immer um 12 Uhr. Was? Ja, einfach nur, weil die meisten von euch Ferien haben und Urlaub und warum dann nicht schon eher hochladen? Was? Kommen wir nun zum Dynamite. Tschüss. Tada! Feuerwerk! Der heutige Dynamite des Tages ist Anne M. Anne M. Sie schrieb, könntet ihr mal bitte verraten, wo ihr eure Steintapete herbekommen habt? Sandy, die Deko-Queen. Du meinst wahrscheinlich, weil ich Dekoration für unseren Weihnachtstisch geholt habe, was ich euch bereits am Anfang des Videos gezeigt habe. Ja, ich habe so einen kleinen Tick. Ich liebe Deko. Ja, klein. Ja, wo haben wir denn unsere Steintapete her? Gar nicht. Weil, liebe Anna M., das ist keine Steintapete, sondern das ist tatsächlich Brustbitte. Das sind echte Steine. Also keine echte Steine, sondern also Steinwand. Eine Steinwand. Das sind halt, die sind so dick ungefähr gewesen. Können wir euch halt eben einblenden. Also es ist, ne, tatsächlich echt. Es ist keine Tapete. Das ist richtig so dran gehämmert. Und geklebt. Ja. Ihr könnt uns doch an dieser Stelle gern einen Daumen nach oben geben. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Könnt uns nur zum Beweis, dass ich jetzt mal von mir aus hier gesagt habe, dass ich dich liebe. Ja, für dieses Ich liebe dich gern einen Daumen nach oben. Wenn ihr schon morgen Dynamite des Tages werden wollt, dann müsst ihr das Video ganz, ganz fleißig. Wenn nicht. In der Endcard habt ihr die Möglichkeit, uns zu abonnieren. Tut das sehr gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dort habt ihr ebenso die Möglichkeit, euch mega coole weitere Vlogs von uns anzugucken. Und ansonsten würden wir sagen, wir sehen uns morgen um 12 Uhr wieder. Bis dann. Tschüss.